Ei, gute wie, da sind wir wieder, die Playside, die Professionals zocken wieder, dass die Bude nur so bebt. Der Peak und der Shinobel sind am Start. Und wir lassen uns ein Fahrzeug hier spawnen, damit wir nicht mal hier ins nächste Gebiet können, um mal ein paar Quests zu erledigen, damit wir mal ein bisschen vorankommen hier. Die Schwingen. nächste Folge war vielleicht ein bisschen verwirrt. Genau, weil wir sind nämlich verwirrt. So, gucken, wie lange das Fahrzeug diesmal hält. Hier, ach, L2 kommt mir ja noch mal Gas geben. Fahren wir jetzt hier nach links oder fahren wir nach rechts? Entscheidung über Entscheidung. Ich sage, wir gehen jetzt hier rein. Nach Three Horns Valley. Reise abgebrochen. Wer speichert hier? Shinobel Nochmal. speichert. Nochmal reisen. Reise beginnt. 3, 2, 1 und los geht die Go, Reise. go, go. Apropos Reise, nimm mir reisekräftig eine. Auf die Kralle. Du kannst alles in deinem Inventar. Ja, wir haben jetzt größere Inventarplätze vor letzter Folge. Das ist auch schon mal gut. Die kann man immer gut gebrauchen. Gucken, dass wir noch ein bisschen mehr Iridium sammeln. Update, Select. Was ist denn das für ein Update hier? Hast du noch ein Badass Token? Du hast doch bestimmt genug gesammelt, wo du die da einsetzen kannst. Bei mir dauert es ja immer ein bisschen mit dem Sammeln, weil ich ja schon so ziemlich hoch mit dem Charakter war, mit den Badass-Dingern. Da, 8 Stück. Boom! Was ist denn jetzt hier? Werden wir. Ach du, guck du mal, hier haben das Gag angegriffen. Lebt er noch? Schusswaffenschaden. Oder wohnt er schon? Trocken einlösen. Treffsicherheit. Token einlösen. Feuerrate. Token einlösen. Nochmal Treffsicherheit. Token einlösen. Schildladegeschwindigkeit. Token einlösen. Maximale Gesundheit als Stoffgut an. Token einlösen, Nachladegeschwindigkeit. Token einlösen. Hier komm ich! Feuerrate. So, meine Tokens sind alle aufgebraucht. Hast du in der Zwischenzeit hier irgendwas erlebt? Nein, bei mir ist hier nichts. Ich habe nur ein paar Viecher platt gefahren. Die wollten ganz schön den Larry machen. Sind das etwa Larry-Viecher? Das sind Larrys. Hier sind noch ein paar von denen. Ich fahre einfach mal kreuz und quer hier. Meinst du, du triffst die trotzdem? Fahrerflüchtig sind wir. Tötet 10 Feinde durch Überfahren. Da kriegen wir noch 2. Los! So, haben wir sie jetzt, die 2? Fahrflüchtig, Herausforderung, Badass 5, jawohl. Bei mir sind nämlich die Badass. Sind ja die Kickass, wir sind der Badass. Ach, hier, es ist ja. Hier ist ja, gibt es auch einen Trick. Und zwar gibt es einen Erfolg, wenn man auf das Schwein hier drauf kommt. Aber den Erfolg habe ich schon. Aber auf das Schwein drauf zu kommen, ist gar nicht so einfach. Da muss man nämlich hier mit versuchen hochzukommen. Ich werde das mal demonstrieren. Wahrscheinlich geht das total ins Höschen. Muss den richtigen. Das hat mich jetzt hier erwischt. Man muss den richtigen Zeitpunkt abwarten. Aber ich glaube, der richtige Zeitpunkt ist, wenn die Viecher alle platt sind. Das sind ganz schön Racker. Ihr habt Und ein mit dem MG. Raketenwerfer ist es gar nicht so einfach. Was macht der denn hier eigentlich? Der hat sich gesuhlt. Von wem kriege ich denn alles das Fell gerollt? Ja, alles von den Viechern oder was? Anscheinend. Aber meine MG, die hält mir die Stellung. Sieht jetzt auch Luftraum frei aus. Die haben alle direkt beseitigt, die Wärze. So, jetzt zeigen wir mal, wie man auf das Schweinchen kommt. Das kann vielleicht die ganze Folge lang dauern. Vielleicht schaffe ich es auch beim ersten Mal. Lass uns überraschen. Feuer! Das ging ja voll gut schon. Ja. Zieh! Zieh! Ja. Das war laut gewesen.
ich guck mal, ob ich irgendwo Medikits oder so finde. Ja, ja, guck mal da drin nach Medikits und Quests sind da auch zum Annehmen. Da können wir gleich mal gucken. Da können wir mal Quests mal. Oh, und die Leute ja werden denken, nix. Oh, die nehmen wir schon wieder Quests an. Können die nicht endlich mal welche machen? Weil ich habe keine Ahnung, wie ich bei meiner Quest weiterkomme. Aber wir sind hier zum Spielen und nicht um euch bei den Quests zu helfen. Ha. So, jetzt Kerle, gleich beim... Nein, nein! Knapp daneben ist leider, wie soll ich sagen, auch vorbei. Ein Versuch mache ich noch. Ich will jetzt die ganze Folge hier da drin verbringen. Dem Schwein da auf den Rücken zu springen. Und mal gucken, vielleicht habe ich ja ein bisschen Schwein. Na gut, einen Versuch mache ich noch, Leute. Einen. Aber dann ist wirklich gut. Ihr wisst, hier bei dem das Ding brauchen wir, um da hochzukommen. Was ist denn hier eigentlich? Was trifft mich denn hier eigentlich als? So, egal. Feuer! Ach, das war ja äußerst gut. Vielleicht, wenn ich einfach drauf stehen bleibe und dann einfach ein Stück nach vorne gehe. Das sah doch gut aus. Komm! Ja, komm! Aber ganz knapp. Ganz knapp. Genau, das war ganz knapp. Einer noch. Alles klar, gut. Ihr wolltet es ja nicht anders, Leute. Das war jetzt nichts, weil ich war noch nicht richtig da. Das ist aber jetzt wirklich das letzte Mal. Aber ich kann ja jetzt hier... Das geht nicht, dass ich jetzt ständig... Die ganze Folge lang... Da, ja, aber... das ist, nein! Jetzt viel zu weit! Naja, ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr müsst da oben drauf... Auch wenn ich das jetzt nicht gebacken gekriegt habe. Ist ja nicht weiter wild. Da gab es einen Erfolg oder irgendwas anderes. Ich weiß es nicht mehr. Hier gibt es Iridium. Von hier aus kommen wir leider nicht da drauf. Willst du auch noch ein Glück versuchen mit dem Schweinchen? Vielleicht hast du mehr Schwein als ich. Mehr Schwein, verstehst du? Da oben fliegt er. Oh, bam. Es ist so toll, dass man hier... fliegen kann, wie man will, man. Komm, wir machen Double Fly. Double McFly. Das klappt jetzt. Ja, ich bin aber zu schepp. Ja. Noch ein. Das ist aber das auch. Das eine echt lustige Folge. Man will es aber auch unbedingt schaffen. Obwohl ich, wie schon gesagt, den Erfolg hat man. Also, ja, 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 ja. Nein. So, aber jetzt wirklich das letzte Mal. Was denn hier eigentlich, das ging jetzt? Du musst es am besten erwischen im Laufen. So, jetzt. Jetzt hab ich's. Jawohl, das ist es doch. Bah, moin, Schweinchen. Es gibt's natürlich, passiert natürlich nichts. Aber Herausforderung, das ist nichts. Und einen Erfolg gab's, glaube ich, auch noch, aber ich weiß es nicht mehr genau. Es gibt ja mehrere Herausforderungen jeweils in den Gebieten, die man alle erledigen kann. Mehr, aber das mal werden wir natürlich nicht machen, weil das ist ja kein Tipp-Video hier, sondern einfach ein Zocken bis die Bude nur so Catch-a-Job. So. Aufgezeichnete Nachricht beginnt. Ah, die Blitzschuss töten uns! Ah. Aufgezeichnete Nachricht endet. Du hast das Happy Pig Motel gefunden, was? Die Bloodshots haben den Laden ordentlich aufgemischt, nachdem Roland sie aus Sanctuary vertrieben hat. Wenn du die Dampfpumpe reaktivierst, kannst du vielleicht alles wieder einschalten. Bleib stark! Ja, bleib stark! So, bleib stark. Brüder und Schwestern haben sie gesagt. Bleib mir immer stark. Ich glaube, jetzt kommen hier. Müssen wir, glaube ich, da oben. Ne, erstmal hier drauf. Wir werden feststellen, aha. Das funzt nicht so richtig. Wir müssen mal der Letterchen auf hier. Was ist das eigentlich für ein Betrieb? Und warum ist sie eine Leiter? So weiß, worauf ich hinaus will, gell? Auf die Betriebsleiter! Ganz schwaches Stück Witz.
So, ein bisschen noch ein Stück höher. Hast du schon die Leitung übernommen? So, was machst du da oben jetzt? Musst du die Dampfpumpe anschalten? Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt machen soll. Bist du Hans Dampf? Ich bin zwar hier oben, aber hier oben ist kein Schalter oder sonst irgendwas. Der ist ja auch hier unten, der Schalter. Jetzt. So, du benutzen. Vogel. Oh Mann! Die Dampfpumpe macht's auch nicht? Ich verstehe. Und ich erkläre dir jetzt ganz langsam, was zu tun ist. Damit du's auch kapierst. Bereit? Das Ding ist total im Eimer. Such nach Ersatzteilen von anderen Pumpen in der Nähe des Motels. Ersatzteil. Ich vermute mal, dass die da drüben sind. Nur oben ist eine drauf und jetzt weiß ich aber, dass hier auch Gegner kommen. Vielleicht soll ich das Auto holen, das haben wir doch auch parat. Und dann kann man schön hier bam, 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 bam. Oder soll ich sie mal rausholen, dass du sie wegsniperst? Das Ventil findest du ganz oben. Die Leiter schießen? Warte mal, ich. Fast hättest du mich erwischt. Echt doch nicht. Fast hättest du mich unter der Leiter begraben. So, das erste haben wir schon. Ich nehme das mal auf hier. Ja, da habt ihr mein Geschütz. Ich leg das einfach mal da unten hin. Krieg macht schon den Rest. Ich treffe hier von oben kaum. Jawohl, es geht eigentlich. Aber mit der Sniper wäre es eben einfacher. Maden mögen es heiß. Ja. Better ist Rang 1. Oben ist auch ein Gegner. Das war dein. Oh, ich hab dein MG gerade platt gemacht. Du kannst mal dein MG platt machen? Weiß nicht, ich hab drauf geschossen und plötzlich war's platt. Hm. Haben wir noch irgendwo Gegner? Ich gucke mal weiter, ich gucke mal, ich geh mal runter und gucke mal. Ja. Kommt hier noch einer? Hier aus der Tür raus vielleicht? Moin? Nee. Das heißt, wir können weitergehen. Ja, da was Grünes fallen lassen. Schaltet diesen Skin für das Catch-A-Ride-System frei, wenn er aus dem Inventar heraus benutzt wird. Also rein damit. Dann haben wir nicht das Ding aus dem Inventar draußen und wir benutzen es und Dings. So. Bam, wir haben Skin freigeschaltet. Findest du das? Super finde ich das. Willst du jetzt da oben bleiben? So ein guter Platz für einen Sniper. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir müssen weiter nach hier hinten. Soweit kannst du, glaube ich, nicht snipern, oder? Hast du mich noch im Blick? Da habe ich dich im Blick. Dann wollen wir mal gucken, wie lange es noch geht. Vielleicht hätte ich aber mein Auto trotzdem mitnehmen sollen. Ein Auto ist noch sicherer. Da hat man noch ein Schild, ein extra. Hm. Da habe ich dich im Blick, aber Frost ich weiß nicht, ob ich die Gegner da treffe. Da kannst du das schon ausprobieren. Hier links neben mir kommen schon welche angetappelt. Warte mal, sind das Skeks? Das sind Skeks, ja. Die kannst du ruhig glätten. Ja. Oder wütend mal. Knapp daneben. Ich komm lieber doch vorbei. Soll ich das Auto holen? Oder wollen wir das alles ohne Auto erledigen? Immer ohne Auto. Alles klar. So, Skeks. Jetzt geht's euch ins Leder. Fallen hier um wie die Fliegen. Ja, oder ich fall gleich um wie die Fliegen. Hier ist ein ausgewachsener Skeks, der ist gar nicht so. Ohne. Aber ich habe hier noch extra Explosionsschaden in der Waffe. Die ist gut, die macht ordentlich Wumms, obwohl ich lieber hab, wenn es Feuer macht. Ja, mit extra Elementarschaden. So, der nächste Blatt. Da oben gibt es auch ein Auto zum Holen. Was ist denn eigentlich hier drin? Das hat uns jetzt erstmal nicht zu interessieren. Wir müssen erstmal die Quest erledigen. Ein Teil ist noch hier hinten und das andere Teil ist auch woanders. Da
Hier müssen wir gleich auch, da kriegen wir so eine Nebenquest gleich. Da müssen wir auf Zeit irgendwas die Briefkästen leeren, glaube ich. Aber das machen wir nachher. Jetzt kommen wir erstmal, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir da oben dran kommen. Ich wette meine letzte Niere, dass in der Pumpe da eine Sicherung steckt. Öffne einfach den Sicherungskasten und scheiß. Das sind aber auch flinke Biester. Flink wie die Flintstones. Bam, 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 Skagwelpen. Euch räuch das Fell. Und machen wir einen Shooter draus. Mal jetzt schon der Haben auf. Den Schuss habe ich dann eigentlich noch genug. Hier liegt eine grüne Pumpgun, die ist doch schon mal gut. Sieht besser, aber es ist überall schlechter als außer oben. Ich nehme sie mal mit zum Verscherben. Ja, was tut mir denn hier weh? Skags. Ach, hier der. Erledige 25 Skags, wenn wir noch 3 Skags erledigt haben. So, noch ein. Jetzt kommen wir ganz schön viele hier. Mittendrin statt nur dabei, heißt es genau. So, Skag to Richie. Badass 5 Drang. Gleich noch einen hinterher. Bam. Waren sie das jetzt? Ach, du beschäftigst dich da oben mit denen. Ich hole schon mal das Teil hier runter, gell? Aber erstmal mache ich nochmal die Häufchen hier kaputt, weil ich so gerne im Häufchen rummühle. Aber am liebsten in meinen eigenen. So, das Teil haben wir hier unten, oder was? Hab ich jetzt schwerst nicht gepeilt, dass der hier auf einmal aufgetaucht ist. Wieso komm ich da jetzt nicht dran? Was ist da? Ach, da war doch was. Hier öffnen. Oh, verdammt! Es scheint, die Skags haben den Kondensator dieser Dampfpumpe verputzt. Schneid dich sicher an, bis eins von ihnen das Ding ausspuckt. Ja, einfacher wäre das jetzt mit dem Auto gewesen. Aber ich hab das Vieh, ich hab das Teil. Ich mach einen Abgang. Ich zieh einen Schuh. Jetzt von hinten. Bam! Ausgewachsener Skag, der zeige ich ausgewachsen. Wieso treffe ich ihn hier alles nicht? So. Kriegt er noch, der letzte kriegt er noch mit der Handkante, mit dem Handkantenschlag, mit meinem gefürchteten. Hier habt ihr den MG, was habe ich noch eins? Das ist immer Ruhe hier. Habt ihr was zum Spielen? Der ist schon tot hier. Da oben kommt noch einer angelaufen. Bam, Spucker. Du musst aufpassen, dass der. Da wischen die mal viel Schaden, die Zeug. So, meine MG rollen schon mal kräftig auf hier und der Pika auch, wie ich das sehe. Das Leben könnte ich gebrauchen, aber ich glaube, du könntest ein bisschen mehr gebrauchen. Da kommt ein, da kommt das Elend. Jede Kotzer, die, oh, die einer erwischen, dann ist nur ein großes Mahlzeit. Ach, hast du so eine Feuerwaffe? Die sind gut. Die das kann man ist immer gebrauchen. Die Kalle vorhin uns geschenkt hat. Ah. Die ist auch lila und die ist gut. So, dann müssen wir wieder hier nuff. Müssen wir jetzt rechts nuff oder müssen wir hier nuff? Nicht, dass wir jetzt hier den ganzen Weg umsonst lang gehen. Ja, wir müssen hier nuff. Oben müssen wir hin. Wie soll das da hinlaufen? Da gehe ich auch mal da lang. Obwohl, ich hole mir oben nur ein Auto. Ich hole dich gleich ab. Ich habe gesehen, hier oben ist Catch a Ride. Falls ich eine Trophäe gehe bei der ganzen Attacke. Catch a Trophäe wäre das nämlich dann. Da hier ist es um die Ecke, ist es doch. Dann nochmal. Jetzt hier hin, in irgendein Gebiet, wo wir nicht hinwollen jetzt. Klappt. So, ich bin hier bei dem Fahrzeug, Apparello. Fahrzeug respawn. Los geht's. Da steht ja so ein Getriebe finden. Das Getriebe für das finden wir gern. Da
Da vor mir steht ein ballernder Ricci. Er knallt die Katzen-Skake über den Haufen. Ich mach einfach mal mit, dann sind wir nicht zu dritt, sondern nur zu zweit, weiß Bescheid. So. Hey! Komm, renn hier in die gute Stube, los geht die wilde Fahrt. Ohne Rücksicht auf Verluste, warte, hier werden keine Gefangenen gemacht. Was willst du? Hier roll ich das Feld, du kam da eben schon raus und hab die Ladung gekriegt. Hindert ihr? Komm, die ganze Leute. Du, alle Ransen. Und nochmal hinhergeballert, weil die sind drin ziemlich auf Lust, ob man die jetzt umfährt oder nicht. Wissen die, wenn es ob. Da ist der Kreis. Reißt. Kam aber mehr raus als eben, oder? Kommt mir das jetzt nur so vor. Eben waren nur so ein paar Ritchies. Das Auto ist gleich kaputt, ich sollte es mal abkühlen lassen. Das Auto hat nämlich selbst Reparaturanlage drin. Meine ist noch da, wo ist der denn? Ist der vielleicht oben drauf? Oder ist er in der Tür? Hm? Wo ist er denn? Na, komm raus, wo immer du bist. Naja, dann eben nicht. Hier liegt noch Moos, das nehmen wir noch mit. Das ist ja famos. Hier oben muss dann unser anderes Teil noch sein. Da oben drauf. Nimm den Bullymonk an, Bullymonk. Was soll man mit dem machen, mit dem Badass-Fotzi-Viech? Was sollte man denn nochmal machen mit dem? Drei Stück was? Weißt du das noch? Ja, wir sollten gleich in der Luft. Ah ja, stimmt, dann sollten wir mal vielleicht... Obwohl, wenn wir jetzt hinter uns herhüppen... Mal ein bisschen mal platt machen, so dass man nur ein, zwei Schiss hier bräuchte. Und ihn dann schön aus der Luft raus angeln. So. Mal aussteigen. Jetzt warte ich, bis er mir den Helm herhüpft. Ich richte die vor. Bin ich gleich tot. War vielleicht doch keine gute Idee. Hör auf mit Steinen schmeißen. Komm jetzt. Hüpp. Hüpp, Freund. Hüpp. Na, hüpp. Gib mir eine Töpfe. Ja, ist klar, macht er das super Angriff. Piek, rette mich! Ne, warte, ich mach das Viech kalt jetzt, da bin ich wieder da. Da kümmern wir uns gleich drum. Graue Spinne. Das Ding müssten wir nochmal aufsammeln. Ach, der Piek macht das schon, ich hol dich dann ab. Dann setzen wir das noch ein, würde ich mal sagen. Steck das Ding ein, sagt er zu uns. Machen wir natürlich. Ich bin Michael Shoemaker. Ersetze Dampfventil, ersetze Getriebe, ersetze Sicherung. Sicherung haben wir schon ersetzt. Da fehlen noch drei Sachen. Zwei natürlich, drei sind sie insgesamt. So, das andere, willst du da oben das, oder was? Oder wo muss man das jetzt ersetzen? Ich bin einfach beigehüpft. Dann musst du mal hochklettern. Ist das da oben, was wir ersetzen müssen? Ja, oder? Was ist das denn eigentlich hier? Ach, das ist die Werbung. Ich gucke einfach mal oben. Ja, scheint hier oben zu sein, was wir ersetzen müssen. Und dann auch läuft die Sache wieder hier, da kann man Aufträge annehmen. Kannst du unten anschalten? Los. So, wir haben die Mission abgeschlossen. Somit machen wir für jetzt mal Schluss. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Shinobi und Peak spielen Borderlands 2. Jo, bis denn dann. Tschüssen. Mit Ösen.